Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 und ich bin hier in dem Anfangsbildschirm, weil ich will da noch nicht rein. Der Plan ist nämlich, ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, beim letzten Mal habe ich mich ja festgefahren da in der Mautstation, weil wir diesen riesigen, steht hier oben, Fertighaus Heavy haben wir ja da drauf, so ein Fertighaus mit Überlänge und Überbreite, und ich habe es fast befürchtet, der passt nicht durch die Mautstation. Die etwas breitere, ganz rechte Spur war ja gesperrt. Und so habe ich jetzt einfach mal gespeichert und jetzt lade ich das Ding. Da. Laden. Und dann ist wenigstens der Verkehr weg. Der Plan ist nämlich dann, schnell zurück zu kann. Das geht nicht. Naja. So, genau. Jetzt schnell zurückfahren. Wo hängt er jetzt? Wo hängt er? Also da. Falsch rum. Oh je. Da steht schon einer hinter mir. Ich krieg das da nicht durch. Ich weiß auch nicht, wo der dann immer hängt. Muss ich jetzt wieder an Null, wird fällig. Ich hab schon bezahlt. Aber das... Nein! Es geht nicht. Ich komme wahrhaftig nicht durch. Ich gebe mal ein bisschen Gas, versuche dir mal was zu schieben. Aber ich fürchte, na, geht's noch was? Ja, das war jetzt die... Geht's jetzt? Nein. Es ist beim besten Willen nicht möglich. Ich habe jetzt schon verschiedene Spuren versucht. Mal mehr links, mal mehr rechts, aber da ist einfach... Gibt einfach kein Durchkommen. Ne. Da, jetzt! 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 Ist ja ein Wahnsinn. Hurra! Ein Wahnsinn. Was haben wir denn jetzt hier? 14 und 8. Also so viel ist ja gar nicht passiert. Es ist der helle Wahnsinn, ganz ehrlich. Meine Güte. Ich hab's befürchtet. Oh, Mann, was ein Stress. So, was haben wir noch? 26 Kilometer. Meine Güte, wie spät ist das? 7 Uhr abends. Ja, morgen Mittag, morgen Nachmittag müssen wir erst da sein. Ja, Mittagszeit rum. Ah. Unfassbar. So, was haben wir? Eine einspurige Weiterfahrt? Nein, hier ist eine vernünftige Abfahrt. Dann können wir rechts bleiben. Puh. So, die nächste müssen wir runter. Sehe ich gerade. Hoffentlich wird es da nicht wieder so eng. Ah, da kommt schon mein Fähnchen. Da unten links.
Der wartet auch, das finde ich gut. So, wie würde ich das machen? Jetzt, du sagst, jetzt musst du nicht vorfahren. Warum fahrt ihr denn jetzt vor? Hättest du da hinten war. Hallo? Ja, dann ist das doch logisch, dass das nicht geht. Wie soll denn das auch gehen? Wärst du da hinten stehen geblieben, wäre das doch wunderbar geklappt. Aber ich muss das immer bezahlen. Das ist das Fiese da dran. Was ein Lärm hier. So. Oh Gott, was eine Stresstour. Das ist natürlich blöd, wenn man damit nicht durch die Mautstation kommt, ne? Dann müsste man echt gucken, dass man so fährt, dass man überhaupt keine Mautstation hat. Da müsste man das richtig ausbaldobern. Das ist ja natürlich durchaus auch eine Herausforderung, gar keine Frage. Oh, da kommt noch einer. Jetzt etwas großen Bogen fahren, dann kriegen wir das hin. Sag ich mal. Linken Spiegel im Auge behalten. Klappt wunderbar. Jawohl. So. Es ist Realzeit Wochen her. Wochen, schon fast Monate, dass ich letzte Mal einen Trailer eingeparkt habe. Und das soll ich jetzt also machen. Und dann auch noch so ein Riesenmonster. Auweia. Am besten wäre jetzt das Ding unten in die Nische einzuparken. Vom Lidl oder vom Aldi oder so. Was nämlich gar nicht möglich wäre. Aber ich bin der Meinung, wenn man jetzt so einen Mod macht mit solchen großen Trailern, dann sollte man natürlich auch darauf achten, dass das auch möglich ist, die zu fahren. Aber wie gesagt, vielleicht war das ja auch Absicht. Ja, dann warte ich euch ab. Und dann kann ich die Spur benutzen. So. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ist das schon hier? Ja. Schön, dass du stehen bleibst. Ich habe gerade gesagt, schön, dass du stehen bleibst. Ja, dann hau ab. Na, jetzt bleibst du da stehen, ne? Ja, sicher. Wo ist denn jetzt eigentlich? Ja, nee, ist klar. Na, das wird ja lustig. Gott. Ich hab's ewig lang nicht mehr gemacht. Jetzt muss ich erst mal überlegen, wenn ich jetzt so mache, kommt der andersrum. Nein, der muss so. Der muss. So, ich habe das ja auch so vor. Ob das klappt, kann ich noch nicht sagen. Ist ganz schön eng. Ich kann jetzt nicht sehen, ob ich da hinten schon an diesem Teil dran bin. So weit geht's ja eh nicht hier.
Das wird nicht. Oder? Nee, das wird nicht. Das geht so nicht. Ich weiß das wirklich noch nicht so genau, mit welcher Strategie ich den da jetzt reinfriemeln soll. Na, oh, ist mir schon gegengetitscht. Jetzt bin ich im Prinzip da, wo ich vorhin schon war. Das hilft mir alles nicht viel. Denn da hinten mehr Platz hat. Könnte eine Idee sein. Ich hab da noch eine Idee. Das könnte vielleicht was werden. War die bessere Strategie, wie mir scheint. Obwohl ich noch nicht weiß, ob das so reicht. Nee, so. Ich kann ja jetzt nicht weiter hier rum. So. Gut, dass ich jetzt hier nicht im Multiplayer bin und noch andere Honks hier noch dazukommen können. Ja, in Innenansicht machen wir das mal ein andermal wieder, ne? Ist ganz schön eng. Passt das überhaupt? Wow. Ich hätte ihn vielleicht noch ein bisschen mehr schieben müssen. Na, komme ich da durch? Ah, so gerade. So, jetzt gucken wir mal, wie man den am besten. Elende lange Ding, ey.
jetzt rum. Ah, ist das ein langes Geschoss. Ich meine jetzt die Zugmaschine. Oh. Weiter rum. Na, ist schon zu weit hinten raus. Gut, dann. Ja, ist schon rausgezogen. Hinten angestoßen schon, aber... Ne. Oh, grausam. Ich kann ja hier nicht früher rum. Reicht das noch? Ja! Oh, Sacramento! Annehmbar! Ich bin fertig! Wer tupft mir jetzt die Schweißperlen von der Stirn? Na, den Level 90 habe ich erreicht. Ne, den Level 89. Na, immerhin! So, was haben wir denn gekriegt? 290 EP haben sie mir abgezogen. 300 habe ich auch fürs Einparken dazu. Ich bleiben noch 4.235 und immerhin 171.000 Euro. Das ist gar nicht schlecht, ist gar nicht so viel Abzug. Aber 15% Schaden ist schon eine Menge, ne? Und ich muss mit der Karre ja auch noch in die Werkstatt, ne? Gar keine Frage. Aber das mache ich ein andermal. So, wir wollen Opel fahren, nein, Ford fahren. Und dann würde ich sagen, speichern wir die Geschichte auch. Was ist das für eine Folge jetzt? Ne? Ist die 180 schon? Tuck, tuck, tuck. Muss ich gucken, oben. Ja, 180. So speichere ich das. Zack. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und ich werde jetzt erstmal keine weiteren Folgen machen. Das heißt also, wenn für euch geht's weiter, ich habe ja so jetzt ein paar Folgen vorgearbeitet und werde jetzt erstmal gucken, dass ich den Eurotruck-Simulator, den Eurotruck-Simulator Multiplayer und auch die TSM-App aktualisiere, auf den neuesten Stand bringe und dann fahre ich wohl, ja, wahrscheinlich mit dem Volvo wieder eine neue Tour und dann mal was Schlichteres. Nicht mehr wieder so ein Riesenklotz. Mir hängt's zum Halse raus. Das war schwer. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.